Was passiert, wenn ein unbewegliches Objekt auf eine unaufhaltsame Kraft trifft? Das ist eine häufige Frage im Internet. Natürlich zeigt uns die Relativität, dass es nichts wie ein unbewegliches Objekt gibt. Ich sage euch warum. Nimmst du irgendeinen vermutlich unbeweglichen Gegenstand oder sowas wie dein Haus oder die Erde, dann kann ich es bewegen. Alles, was ich dazu tun muss, ist, mich relativ zum Objekt zu bewegen, wie zum Beispiel in einer Rakete. Und plötzlich aus meiner Perspektive, ich bewege mich nicht, dafür aber die Erde. Aber die Regeln der Physik haben keine Vorlieben für einen bestimmten Bezugsrahmen. Also von meinem Standpunkt aus bewege ich mich hier nicht. Und dann wird schnell klar, das unbewegbare Objekt bewegt sich. Also, aufgrund von Relativität, unbewegliche Objekte können nicht existieren. Aber was die Leute normalerweise mit einem unbeweglichen Objekt meinen, ist ein Objekt, was sich nicht bewegt und was du auch nicht bewegen kannst, wenn du es anschiebst. Also kein unbewegliches Objekt, sondern ein unbeschleunigbares. Durch Newtons zweites Gesetz wissen wir, dass die Beschleunigung eines Objektes gleich die gesamte Kraft geteilt durch deren Masse ist. Du hast es vielleicht schon als F gleich mA gesehen. Also wäre ein unbeschleunigbares Objekt ein Gegenstand mit unendlicher Masse. Ein so massereiches Objekt, dass egal wie groß die Kraft F ist, wenn du F durch M teilst, kommt immer 0 heraus. Wie schon gesagt, wenn ein Objekt unbeschleunigbar ist, heißt es nicht, dass es nicht unbeweglich ist. Es heißt nur, dass man nicht direkt die Geschwindigkeit ändern kann. Wenn es sich nicht bewegt, dann tut es das auch niemals. Wenn es sich mit 100 km/h bewegt, dann wird es sich auch immer mit 100 km/h bewegen. Nun, was ist nun mit einer unaufhaltsamen Kraft? Alle Grundkräfte in der Natur entstehen durch Teilchen, wie Photonen, Gluonen oder Gravitonen, die mit einem Objekt interagieren und deren Impuls verändern. Der einzige Weg, nicht durch eine Kraft beeinflusst zu werden, ist nicht im geringsten mit ihm zu interagieren. Wie zum Beispiel Elektronen nicht mit Gluonen interagieren, um so keinen Effekt auf die starke Kernkraft zu haben. Sogar Licht ist eine unaufhaltsame Kraft. Jedes Photon, welches auf deinen Körper trifft, verändert deinen Impuls ein kleines bisschen. Und da ist nichts, was du dagegen tun kannst, außer Licht komplett zu meiden oder transparent zu werden. Also sind schon längst alle Kräfte unaufhaltsam. Aber ich finde, dass der Ausdruck unaufhaltsam nicht gut genug ist, um Kräfte wie Elektromagnetismus oder Gravitation zu implizieren, aber für Sachen, die du nicht aufhalten kannst, dich zu überrollen. Das ist ein Objekt, wo man die Geschwindigkeit nicht ändern kann, wenn man es anschiebt. Also wenn wir mit einem unaufhaltsamen Objekt einen Gegenstand meinen, dessen Geschwindigkeit nicht verändert werden kann, dann heißt das, dass dieses Objekt nicht beschleunigt werden kann. Aber warte mal, das kommt mir bekannt vor. Wenn wir uns daran erinnern, eine unaufhaltsame Kraft muss ein unbeschleunigbarer Gegenstand sein. Und das heißt, dass eine unaufhaltsame Kraft und ein unbewegliches Objekt eigentlich das gleiche ist, aus unterschiedlichen Bezugsrahmen. Seit unendliche Masse unendliche Energie benötigt, wissen wir, dass wir nichts im Universum kennen, was sich so verhält. Nicht nur deshalb, weil dann ein schwarzes Loch entstehen würde, was so groß wäre, dass alles im Universum schon längst in ihm wäre. Aber was wäre, wenn wir die Gravitation ignorieren und uns vorstellen, dass es ein unbeschleunigbares Objekt geben würde? Nun, zuallererst wäre es eine Quelle unendlicher Energie und würde es uns erlauben, in einer hundertprozentig glücklichen utopischen Gesellschaft zu leben und das zweite Gesetz der Thermodynamik zu brechen und vielleicht Wurmlöcher zu erschaffen und vielleicht in der Zeit zu reisen. Man kann eine ganze Menge mit unendlicher Energie anstellen. Aber noch wichtiger, wenn zwei dieser massereichen unbeschleunigbaren Objekte sich aufeinander zubewegen und zusammenstoßen, dann, per Definition, kann keines der beiden die Geschwindigkeit verändern, sondern sie würden einfach durcheinander durchgehen, ohne sich zu beeinflussen.